Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Sie haben eingeschaltet, FSK 93. In der letzten Sendung endeten wir mit der Theorie der Erinnerungsabwehr. Heute würde man vielleicht von konventionellen nationalen Identitätsnarrativen sprechen, in der vor allem Juden als Störenfriede der Erinnerung gelten, als verkörperter Schuldvorwurf, der den kollektiven Narzissmus nationaler Größe und positiver Identifikation mit dem Vaterland empfindlich tangiert. Das galt sicherlich in Ost und West, in der BRD und in der DDR. Bevor die Mauer gebaut wurde, 1961, hielt Max Horkheimer einen Vortrag über die deutschen Juden, in dem er auf das intergenerative Problem, das Problem zwischen den Generationen, hinwies, das eine Komplexion darstellt, die bis vor den Ersten Weltkrieg reichte. Hören wir in diesen Zeitzeugen. Das Verständnis für Juden in Deutschland ist schwer und leicht zugleich. Schwer aus vielen Gründen, auch darum, weil der deutsche Kollektivstolz ernster verletzt ist, als die meisten ahnen. Frank Wedekind, den kennen wir übrigens auch von Alban Bergs Lulu, der den Beginn des Ersten Weltkriegs in Begeisterung erlebte, schrieb im September 1914, wird des jungen deutschen Reiches Heldenkampf vom Sieg gekrönt, dann wird auch den Söhnen Deutschlands ein Vaterlandstolz daraus erwachsen, der durch seine Selbstverständlichkeit und durch seine sittliche Würde über grellen Hurra-Patriotismus und über engherzige Erbfeindschaft gleich hoch erhaben ist. Das war ein Wedekind-Zitat. Dann Horkheimer weiter. Er hat sich ausgeschwiegen, was nach der ersten, nach der zweiten Niederlage aus dem Stolze werden sollte. Verletzter Stolz bedeutete eine Wunde im Kollektiv nicht weniger als im Individuum. Die Juden, die die Opfer waren, sie sind mit dem Gedanken an die Katastrophe verknüpft, mit der von Deutschen wie mit der an Deutschen geübten Gewalt. Im Unbewussten werden die Rollen vertauscht. Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig. Narzisstische Kränkung zu überwinden ist überaus schwer. Und noch die Generationen, die gar nicht beteiligt waren, leiden an der Wunde, die sie selbst nicht kennt. Das politisch-psychologische Kräftespiel, aus dem jenes nationale Nervenfieber resultierte, hat sich weiter unheilvoll kompliziert. Indem das Dritte Reich anderen das Furchtbare zufügte, hat es zugleich den Deutschen etwas angetan, das nicht weniger tief geht als die äußere Spaltung. Es bewusst zu machen und aufzuheben, bedeutet einen moralischen Prozess, der mit dem sieghaften Aufstieg der Wirtschaft nicht Schritt halten kann. Mit der geistigen Veränderung, mit dem Verschwinden des Traumas, hängt das Verständnis zusammen, um das es hier geht. Zu der spezifischen Schwierigkeit tritt die allgemeine. Judenhasser wie alle, die gewohnt sind, den Einzelnen unter dem negativen Aspekt der anderen Gruppe zu sehen, urteilen nach Klischees. Sie sind von einer Mauer fester Begriffe umgeben. Wenn sie einmal errichtet ist, bedarf es fast eines Wunders, um sie zu durchbrechen. Einmal war das alte Weib mit dem Muttermal eine Hexe. Einmal noch früher der Sklave ein Ding. Wer so urteilt, ist in der Regel nicht bereit, sein eigenes Denken zum Problem zu machen. Er vermag, das Negative zu rationalisieren, nicht zu überwinden. Der Bekehrungsversuch am Antisemiten ist im gewissen Sinne ein Widerspruch in sich.
dessen muss jedes Unternehmen heute eingedenk sein, dass Verständigung sich zum Ziele setzt. Es richtet sich von dem schon Gewonnenen, die der Ermutigung bedürfen, abgesehen, an Unentschiedene, an solche, denen es im Grunde mit der Wahrheit ernst ist. Und schon 1960 spricht Horkheimer davon, Nationalsozialismus scheint so fern zu sein, dass die Jugend in vielen Ländern kaum mehr den Namen kennt. Das nach 15 Jahren bereits. Aber dennoch schürt der Horkheimer, ohne zum Optimisten zu werden, Hoffnung in die Jugend, dass es vielleicht gelingen kann, Idiosynkrasien, also eine vehemente Empfindlichkeit, gegen Demagogie möglich zu machen, bei der Jugend zu erzeugen. Wem das Werk eines jüdischen Dichters, das Stück eines jüdischen Musikers einmal mit vollem Bewusstsein als Wahrheit erschienen ist, der wird schwerlich zum Antisemitismus neigen. Wer sich ernsthaft mit jüdischen Dingen beschäftigt hat, wird leicht den Unsinn durchschauen, mit dem die Propagandisten des Hasses hausieren gehen. Entscheidend bleibt, das ist die eigentliche Aufgabe der Erziehung, ohne die weder der jüdischen noch der christlichen noch der deutschen Sache geholfen wird, dass die Menschen empfindsam werden, nicht gegen das Unrecht überhaupt, nicht gegen Judenverfolgung, sondern gegen Verfolgung schlechthin, dass sich in ihnen etwas empört, wenn der Einzelne, wer er auch sei, nicht als vernünftiges Wesen geachtet wird. Wovon wir letztes Mal bereits schon gesprochen haben. Einen primären vom sekundären Antisemitismus zu unterscheiden, bedeutet ein untrennbar ineinander verschränktes, zu Analysezwecken getrennt zu behandeln. Analytische Trennungen sind immer falsch, aber zur Erkenntnis notwendig. Die erinnerungsabwehrenden Motive des Antisemitismus heute und auch schon 1960, wie wir an Horkheimer vernehmen, sind immer auch verbunden mit den alten antisemitischen Stereotypen, wie wir sie bereits kennengelernt haben in vielerlei Kontext. Den Rachsüchtigen, den Unversöhnlichen, den die nationale Gemeinschaft zersetzenden Juden. Das Motiv der Erinnerung zu entledigen wurde durchgehend durch immer neue, im psychoanalytischen Sinne, Rationalisierungen gerechtfertigt und antisemitisch gewendet. Die Rede von einem israelischen Vernichtungskrieg, vom Kindermörder Israel, vom Wasserräuber oder vom Freiluftgefängnis Gaza sind nur die alten antisemitischen Klischees noch einmal. Ähnlich wie in der Monographie Schuld und Abwehr, das findet man in der Adorno-Gesamtausgabe, die kritische Theorie konzipierte, kommt es, wenn wir uns hiermit beschäftigen, mehr auf die quantitative Verbreitung, auf die Distribution solcher Denk- und Gefühlsformen an. Nicht so sehr an, sondern vor allem auf die Qualität, auf deren Beschaffenheit. Darum wären Gegenbeispiele auch kein Einwand für die Richtigkeit der Begriffe für die Analyse, selbst wenn jene als noch schlimmer erscheinen. Adorno schreibt dazu, für die Monographie Schuld und Abwehr haben wir uns entschieden, weil sie erlaubt, zu konkretisieren, dass die Gruppenmethode affektbesetzte, aus tieferen Schichten der Befragten stammende Äußerungen auslöst, an welche die traditionellen Fragemethoden nicht heranreichen. Zudem gibt die Studie eine Art Phänomenologie dessen, was die Diskussionsteilnehmer selbst so gerne deutsche Neurose nennen und was sich erst dann wird heilen lassen, wenn es seiner Struktur nach erkannt, ins Bewusstsein gehoben ist. Dieses Ergebnis scheint uns weit wichtiger als die oft befremdenden Ansichten, welche unsere Versuchsteilnehmer zu jenen heikelsten Gegenständen geäußert haben und die isoliert genommen und aus der psychischen Dynamik herausgelöst falsch eingeschätzt würden. Gerade hier ist noch einmal nachdrücklich daran zu erinnern, dass die qualitative Analyse ihr Wesen daran hat, Typen von Einstellungen und Meinungen herauszuarbeiten und nicht deren Distribution.
Die aggressive Abwehr dagegen, also die konventionelle, kollektive, nationale Identität in Frage zu stellen, hat allerdings auch einen Moment, das auch bei der Holocaust-Leugnung vorliegt. Dass sie einem Schock entspringt gegenüber den Taten der Deutschen und deren Helfern. In der Studie heißt es dann auch, von all den Versuchsteilnehmern, die sich in Abwehr befinden, ist kaum einer so geartet, dass er etwa vertreten würde, es ist in Ordnung, dass sie umgebracht worden sind. Sondern es handelt sich meist um den Versuch, die eigene überwältige Identifikation mit dem Kollektiv, zu dem man gehört, in Übereinstimmung zu bringen mit dem Wissen vom Frevel. Man leugnet oder verkleinert ihn, um nicht der Möglichkeit jener Identifikation verlustig zu gehen, welche es unzähligen psychologisch allein erlaubt, über das unerträgliche Gefühl der eigenen Ohnmacht hinwegzukommen. Man darf daraus folgern, dass die in Abwehr befindlichen, auch wo sie Rudimente der Nazi-Ideologie vertreten, nicht etwa mit einer Wiederholung dessen sympathisieren, was geschah. Die Abwehr selbst ist ein Zeichen des Schocks, den sie erfuhren, und damit eröffnet sich ein Aspekt der Hoffnung. Oder wie es anders ausgedrückt heißt, wenn man Schuldgefühle und Verantwortung gegenüber dem von den Nazis Begangenen abwehrt, so bedeutet das nicht nur, dass man sich reinwaschen will, sondern ebenso auch, dass man, was begangen ward, eben doch Unrecht fand und darum ablehnt. Wäre das nicht der Fall, so bedürfte es nicht des Eifers der Distanzierung. Um die Jahrhundertwende, also circa 40 Jahre später gegenüber den Analysen Horkheimers, ist weltweit eine Debatte entbrannt über einen neuen Antisemitismus. Neben der Analyse des Antisemitismus in islamischen Staaten und unter den Migranten in europäischen Ländern, was wir immer wieder gestreift haben, ist der Blick auf die europäische und insbesondere auch der deutschen Linken geworfen worden und dem Antisemitismus der Rechten kontrastiert worden, welche durch anti-egalitäre Traditionen wesentlicher bestimmt ist und durch Überhöhung eines nationalen und regionalistischen Partikularismus gekennzeichnet ist. Die linke Tradition des Antisemitismus zeichnet sich demgegenüber als egalitär, antifaschistisch, universalistisch, menschenrechtlich aus. Antifaschistisch kann demnach auch eine Einstellung sein, die den Nationalsozialismus und seine islamistische Variante des Islam-Narzissmus verharmlost. Wie das bei einer Orientierung an der Dimitrov-Formel für den Faschismus als, so Dimitrov, terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals evident ist. Dieser Formel oder These zufolge werden in dem Moment, in dem der Kapitalismus bedroht sei, wie in den frühen 20er Jahren in Italien oder während der Wirtschaftskrise 1931 in Deutschland, die bürgerliche Demokratie in einer gemäßigten Variante als pseudodemokratische Maske verstanden, in eine faschistische Diktatur gewandelt, die zur Not auch mit brutalsten Mitteln die Kapitalverwertung aufrechterhält, wobei die faschistische Diktatur insbesondere auf die Zerschlagung der Arbeiterbewegung inklusive ihrer Organisation abziele. Insbesondere in der DDR konnte das die Schuldabwehr stützen, weil das staatskapitalistische Regime per se, als proletarisch-antikapitalistischer Teil der Arbeiterbewegung, dadurch als antinazistisch sich herausstellen konnte. Insbesondere auch, weil ein Teil durch das Nazi-Regime tatsächlich ebenfalls verfolgt wurde, wenn auch nicht in der tödlich radikalen Weise wie die Juden. Außer der Formelhaftigkeit hat die Dimitrov-These mindestens drei Mängel. Darauf muss ich noch mal eingehen, weil das für den ML-Antisemitismus dann charakteristisch sind, dass diese Prämissen hat. Erstens, dass sie die politischen und ökonomischen Charaktermasken identifiziert und der Möglichkeit der Analyse des Verhältnisses von Ökonomie und Politik sich begibt. Dies ist nur die krasse Antithese zur bürgerlich-liberalen Faschismus-Theorie, die den Zusammenhang von Ökonomie und
Politik zerreißt. Zweitens, die Tendenz, die mit besonderen negativen Attributen versehenen Elemente des Finanzkapitals, Hitler würde sagen, raffendes Kapital, vom Gesamtzusammenhang des kapitalistischen Produktionsverhältnisses loszulösen. Die politische Konsolidierung des Kapitalverhältnisses durch den Nationalsozialismus, die eine Funktion des narzisstischen Radikalfaschismus war, wird dann zu eng geführt, indem im Faschismus bloß die ökonomischen Interessen des Großkapitals gesehen werden. Die Fraktionierung des Kapitals, wie sie zum Beispiel Alfred Sohn Rethel erkannte, also dass die internationalen wettbewerbsfähigen Kapitalfraktionen sich zuerst einmal gegen den Nationalsozialismus stellten, während andere Industrien, die es nicht waren, also die Stahlhelm-Fraktion, auf der Seite der Nazis standen. Nicht? Also Firmen wie Siemens wollten ja auf dem internationalen Markt weiterhin konkurrieren wollen und da störten die Nazis sie dabei. Später mussten sie dadurch mitmachen, weil sie dann politisch daran gehindert worden waren, das zu tun, was sie sonst tun würden. Der dritte Punkt, die Personalisierung der profaschistischen Tendenzen des Finanzkapitals, wodurch die zugeschriebenen Eigenschaften wie reaktionär, chauvinistisch, imperialistisch als persönliche Attribute finanzkapitalistischer Exponenten gelten. Gerade hier finden wir Elemente eines Denkens, das durchaus dem antisemitischen Denken verwandt ist, nur dass diese Eigenschaften dort den Juden zugeschrieben werden. Diese von Poston erkannten Elemente sind zwar auch noch nicht zureichend für eine Analyse, weil sich die Moderne mit der traditionellen Judenfeindschaft amalgamieren. Sie waren immer auch ein Hindernis, den Antisemitismus in der Linken zu überwinden. Wir hatten diese Elemente anhand des Antisemitismus im 19. Jahrhundert herausgearbeitet, aber auch auf Momente in der antiken Geschichte und vor allem auch in der christlichen Tradition immer wieder hingewiesen. Also auf neuere verschwörungstheoretische Antisemitismen, die auf die Fiktion eines Judentums als globales Subjekt von Krisen in Ökonomie und Politik abzielen. Und die traditionalen Elemente wie der Vorwurf des Jesusmords, des Ritualmords, Hostienschändung, Arbeitsscheu der Juden, Dekadenz, Hinterlist und Betrug. Der Antisemitismus, insbesondere der Moderne, fungiert nicht nur als Vorurteil, sondern tritt auf als eine universelle Erklärung der Welt, als eine Verschwörungstheorie, die fast sämtliche gesellschaftlichen, das heißt politischen und ökonomischen, aber auch kulturellen Phänomene aus dem Wirken der Juden in der modernen Gesellschaft erklärt und im Juden personifiziert. Die Juden gelten hier als das radikale Andere, Fremde, als Antistaat, Antivolk, Antirasse, deren bloße Existenz als kleine Minderheit alle negativen Seiten der kapitalistischen Via Moderna verkörpern. Aber wie die Bedeutung von Hetzschriften wie der Talmud-Jude von August Rohling für den Narzissmus zeigte, die Protokolle der Weisen von Zion gehen ja auch als Moment in den Antisemitismus ein, die gleichzeitig auch verneint wurden, wenn zum Beispiel Wilhelm Marr die Juden vor religiöser Verfolgung bewahren wollte. Was wir noch mehr betonen müssen, ist, dass trotz der universalistischen und menschenrechtlichen Ansprüche linker Parteien und Bewegungen und anderer Organisationen, wie schon vorweggenommen wurde, Autoritarismus, Antimodernismus und ein dichotomes, manichäisches Weltbild nicht auf rechte oder extrem rechte Organisationen beschränkt blieb. Insbesondere in autoritären, marxistisch-leninistischen oder stalinistischen dogmatischen Strömungen, aber auch allgemeiner in antiimperialistischen Strömungen der Linken, werden diese antisemitischen Vorstellungen reproduziert. Insbesondere im Verhältnis zu Israel, was auch nach und nach zu thematisieren sein wird. Wie schon des Öfteren betont, werden wir das konstellative Denken, das Adorno entwickelte, bemühen müssen, im Gegensatz zu einem idealistischen Systemdenken oder Ableitungsdenken oder Identitätsdenken.
Denn die monadenhafte antagonistische Gesellschaft führt zu dem, was die Autopoiesis-Theorie unter den Systemtheorien Ausdifferenzierung nennt und was verhindert, das Ganze von einem Einheitspunkt zu konstruieren. Auf der anderen Seite haben wir eine andere abstrakte Negation des Identitätsdenkens, das auch noch in einen postmodernen linken Antisemitismus mündet, der insbesondere in der Bundesrepublik sich mit Motiven der Schuldabwehr verschmilzt. Hierzu gehört es auch, dass ein sekundärer Antisemitismus Verschiebungen des jüdischen Feindbilds begeht, wie die, dass die Juden durch Muslime ersetzt worden seien und als eigentliche Opfer zu gelten haben. Eine weitere Verschiebung der Opfer ist historisierender Natur. Die Abwehr unliebsamer Erinnerung findet dadurch statt, dass die präzedenzlosen NS-Verbrechen nivelliert und abgemildert werden, indem sie mit Verbrechen der anderen identifiziert werden. Hierzu gehören auch der von mir in den letzten Jahrzehnten oft thematisierten Bombenkrieg der Alliierten, die im schlimmsten Fall als Bombenholocaust bezeichnet wurden, wo Bunker als Krematorium bezeichnet werden und solche Dinge. Aber auch der Umgang der Vereinigten Staaten mit den Indianern im Land von Karl May sind Indianer ja besonders beliebt und die Deutschen spielen ja immer gerne Indianer. Obwohl, wie ich von wirklichen Indianern erfahren habe, diese über diese Geschichten von Winnetou und Old Shatterhand brüllend lachen. Oder kriegerische Interventionen der USA werden mit dem Weltmachtstreben des Nationalsozialismus oder dem späten Römischen Reich identifiziert. Nicht zuletzt, wie wir schon öfter bemerkt haben und noch bemerken werden, wird der jüdische Staat und seine politischen Vertreter, die eine Heimstätte für alle Juden auf der ganzen Welt und auch von Menschen, die nicht im halachischen Sinne Juden sind, sondern als Juden verfolgt werden, ebenso mit dem NS-Staat mehr als bloß verglichen. Selbst die offenkundigen Vorteile etwa für die Homosexuellen, die große Freiheitsrechte in Israel genießen, werden dann unter Titeln wie Pinkwashing oder Homonationalismus madig gemacht. Diese Komplexion werden wir dann noch im Mai zur Sprache bringen. Selbst amerikanische Autoren wie Judith Butler wundern sich über die deutsche Rezeption ihrer eigenen Theorie, ohne zu begreifen, dass sie dieser in schlimmster Weise gerade entgegenkommen, zumal ja auch die Heideggerei über diese wiederum nach Deutschland zurückkehrte. Die Reduktion der Geschlechtsorgane auf die Performance, wobei die amerikanische Diskussion mehr den Zwangscharakter betont, die deutsche die Willkür, sogar das Körperliche wird als Verkörperung gedeutet, nicht eingedenk, dass das Performative auf eine Materialität verwiesen ist und bleibt, die weiterhin trotz aller Antikritik ignoriert wird. Also das ist dann als Körper von Gewicht übersetzt worden ins Deutsche. Aber worauf es ankommt, das ist eher noch verstärkt worden, nicht? Weil dann ja die Verkörperung von der Performance begriffen wird und die objektiven Bedingungen dieser Verkörperung ignoriert wurden. Dass Antisemitismus auch ohne Juden funktioniert, ist ja bekannt. Manchmal scheint es ja auch ohne Antisemiten zu funktionieren, weil der Verdacht entsteht, wie einst Ignaz Bubis Fassbinder zitierte, es in ihnen denkt. Nicht wie in der Figur des Hans Gluck bei Fassbinder. Nicht, das war ja mal ein Roman von Gerhard Zwerenz, nicht? Die Erde ist so unbewohnbar wie der Mond. Wir erleben immer neue Figurationen des sekundären Antisemitismus. Die Täter-Opfer-Umkehr, in der die Juden kollektiv als Tätervolk, Ausbeuter, gar Faschisten stilisiert werden, über den Umweg des jüdischen Staats Israels, individuell dann auch noch die palästinensischen Morde und Angriffe als Widerstand bezeichnet werden und die Terroristen mit den Kämpfern im Warschauer Ghetto verglichen werden. Diese projektiven Mechanismen gehören in der Tat zur Erinnerungsabwehr. Ebenso wie wenn der linke CDUler Norbert Blüm
hinsichtlich Israels von Vernichtungskrieg spricht. Und um das Fass zum Überlaufen zu bringen, wird dann die Kritik daran auch noch zur Übersimplifizierung, Polarisierung und Moralisierung oder schriller jüdischer Wahnvorstellung erklärt. Hier finden wir dann eine andere Variante des Antisemitismus, nach der nun der Antisemitismus überhaupt zum bloßen jüdischen Vorwurf erklärt wird, der natürlich nicht berechtigt sein soll, und der islamische und neue, nicht nur aus den Rechten stammenden Varianten von Antisemitismus geleugnet wird. Auch projektive Abwehr, nach der die Muslime die verfolgten Juden von heute seien, selbst von jüdischen Autoren wie Ilan Pappe manchmal behauptet, viel verrückter geht es wirklich nicht mehr. Oder vielleicht doch mit Behauptungen, es ginge nicht noch schlimmer, sollte man ja vorsichtig sein. In einer Öffentlichkeit, in der tagtäglich Israel oft in unverschämtester Weise zu Unrecht kritisiert wird, von Antisemitismuskeule zu sprechen und zu lügen, man dürfe ja Israel nicht kritisieren, ist eine der Verrücktheiten, die man wohl nur bei Juden begeht. Auch die alten judenfeindlichen Stereotypen werden dann auf die Israelis oder den Staat Israel übertragen. Eine bestimmte Assoziation ist hier jetzt auch berechtigt, nicht? Man kann das auch durchaus im Sinne des klinischen Sinnes von Übertragung verstehen. Und man hört dann, was vom rachsüchtigen Israeli, oft unter Missbrauch eines Bibelwortes, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dass das Gegenteil, die Ersetzung von Rache durch Recht ursprünglich, ja bedeutet. Nicht, ist es gerade eine Beschränkung von Rache, eine Verrechtlichung, die hier eine Rolle spielt. Nicht, das berühmte Bibelzitat, nicht, mein ist die Rache. Besagt ja, dass sie nicht den Menschen zugesprochen wird. Ebenso eine einseitige Kritik an Israel, wenn eine meinungspluralistische, multikulturelle Gesellschaft auf deren Mitteln der Verteidigung reduziert wird, wenn Israel als Fremdkörper in der arabischen Welt umgelogen wird. Obwohl der größere Teil immer noch aus Familien stammt, die seit Jahrtausenden dort leben. Der Fortschritt, der stattgefunden hat, war der vom Totschweigen zum Todreden des Massenmords an den europäischen Juden. Dies hängt damit zusammen, dass der manifeste Antisemitismus in Extremform sich in einen weitgehend latenten verwandelt hat. Der Antisemitismus ist in eine Kommunikationslatenz getreten worden, muss man ja wohl sagen. Das heißt, er wird in der Öffentlichkeit abgemildert aus Furcht vor staatlicher Repression und um größere Akzeptanz zu bekommen. Oft werden Chiffren, Codes und Andeutungen bzw. Anzüglichkeiten dabei verwendet. Aber in neuester Zeit finden wir auch wieder Menschen, die sich als Antisemiten bezeichnen, also sich selber als Antisemiten bezeichnen. So dass der berühmte Kofferwitz bald nicht mehr erzählbar sein könnte. Also muss er jetzt schnell noch gebracht werden. Also ein Jude muss zur Toilette, aber die Koffer passen da nicht rein und jemand muss darauf aufpassen. Und er fragt die Vorbeigehenden am Flughafen, ob sie Antisemiten seien, wobei die meisten sich entrüsten, natürlich nicht. Nein, gegen Juden habe ich nichts. Und den Mann auch noch beschimpfen. Bis dann ein Mann dann endlich sagt, ja, ich kann Juden überhaupt gar nicht leiden, natürlich bin ich Antisemit.
Und der antwortet dann, oh, Sie sind ja ein ehrlicher Mensch, könnten Sie mal bitte auf meine Koffer aufpassen. Wenn ich hier sage, Israel-Kritik ist nicht a priori nicht antisemitisch, was ja vor allem diejenigen als Ergebnis von Diskussionen haben möchten, die ihren Antisemitismus der Israel-Kritik gegen Kritik immunisieren wollen. Universalismus und Menschenrechtsdiskurse werden zunehmend instrumentalisiert, um die Juden als Unterdrücker von heute oder des Rassismus und vieles mehr zu beschuldigen, was dann den Völkerrechten entgegenstünde. Und der Holocaust sei in deren Augen ohnehin nur ein Mittel, um die angeblich skrupellose Macht und Interessenpolitik eines zionistischen Apartheidsstaates durchzusetzen. Nun sehen wir allerdings ständig selbst auferlegte Beschränkungen der Israelis bei der Verteidigung von Leib und Leben ihrer Bürger, wovon ein Viertel ohnehin Araber sind. Bei Bombardierungen wird vorher über SMS oder Anruf gewarnt und vorher kleine Schläge auf das Dach praktiziert, damit die Leute sich verziehen können und müssen. Was allerdings islamische Terrorgruppen dazu verleitet, den Leuten Ausgangsverbot zu erteilen und auf die palästinensischen Bürger dann auch noch schießt. Die Opfer werden dann den Israelis zugeschrieben. Und nicht, die Juden sind immer an allem schuld. In dem Fall ist dann Israel an allem schuld. Und beliebt sind Statistiken, die die Zahl der Opfer gegenüberstellen. Und die Israel machen keine Anstalten, nun auch ein paar Israelis umzubringen, um eine astreine Statistik zu ihrem Vorteil für die Propaganda zu bekommen, die sich dann auch in Palliwood sich sehen lässt. Das hängt ja nun auch mit der postmodernen Kriterienlosigkeit, die schon früh in Büchern von Etienne Balibar oder Imal Wallerstein als linker Kulturrelativismus auftauchte. Die Rechtfertigung von autoritären Herrschaftstechniken gegen Frauen, die einst in Ägypten ja sich die Kopftücher vom Kopf rissen, werden als kulturelle Eigentümlichkeit angesehen und dann die Kritik am Kopftuchzwang als differenzieller Rassismus erklärt. Auch der sekundäre Antisemitismus ist also ein Wechselbalg, so dass man sagen kann, hat man die eine Variante kritisiert, wird alsbald das Gegenteil behauptet. Die Spitze des Eisbergs war, israelische Soldaten dafür zu kritisieren, dass sie keine arabischen Frauen vergewaltigen. Das sei rassistisch, weil diese ihnen wohl nicht gut genug sind. Das ist kein Witz, wie in einem Forum Lisas Welt berichtet wird. Nach einer Befragung von 25 israelischen Soldaten kam Tal Nitzan allen Ernstes zu dem Ergebnis, Zitat, das Fehlen organisierter Vergewaltigung durch das Militär ist eine andere Art und Weise, politische Ziele zu verwirklichen. Im israelisch-palästinensischen Konflikt verstärkt dieses Ausbleiben von Vergewaltigungen die ethnischen Grenzen noch und verdeutlicht die interethnischen Differenzen. Genauso wie es organisierte Vergewaltigungen durch das Militär getan hätten. Mit anderen Worten, egal ob die IDF nun über palästinensische Frauen herfällt oder nicht, das eine wie das andere ist ein Zeichen von rassistischer Erniedrigung. Denn Vergewaltigung und Nichtvergewaltigung sind zwei Seiten derselben Medaille, weshalb der Einsatz von jeweils einer der beiden Möglichkeiten in verschiedenen Situationen zu den gleichen Ergebnissen führen kann. Damned if you do and damned if you don't. Ja, ein Antizionist ärgert sich nun mal, wenn die Israelis keine Anstalten machen, Dinge zu tun, die sie für ihre Propaganda benötigen. Insbesondere deswegen müssen immerzu Dinge erfunden werden, die schwerlich überprüfbar sind. Wenn angeblich erschossene Kinder irgendwo wieder auftauchen, wenn Leichen häufiger mal zu Tode gebracht werden, weil sich einige, na, vielleicht Schauspieler in Palliwood, darauf spezialisiert haben, immer wieder sich als Leiche fotografieren zu lassen,
dann ist das schon ein Bestandteil der Empörungsindustrie, die in Deutschland für die Erinnerungsabwehr gebraucht wird. Auch die islamistischen Attentäter werden entmündigt hierbei, wenn ständig ihre vermeintlichen Heldentaten der israelischen Politik zugeschrieben werden. In dieser Hinsicht hat Lars Reinsmann in seinem etwas älteren Buch Demokratie und Judenbild, Antisemitismus in der politischen Kultur der Bundesrepublik, von postmodernen Antisemitismus gesprochen. Er schreibt, also 2004, die zweite Auflage, Antisemitismus kann bis heute in der Post, in Klammern, modernen Gesellschaft als aktualisierbares Welterklärungsangebot fungieren. Durch das unüberschaubare und als bedrohlich empfundene soziale Entwicklung, ökonomische Modernisierungen und soziokulturelle Transformationen, die heute insbesondere mit dem Begriff und der Realität der Globalisierung verbunden werden, abgespalten werden und destruktiv personifiziert erscheinen. Antisemitismus stellt ein spezifisches politisch-psychologisches Interpretationsmuster der unverstandenen und mithin verhassten modernen Welt dar. Eine Ideologie, die sich gegen die Gesamtstruktur der bürgerlichen Gesellschaft mitsamt ihrer Möglichkeiten und politisch-kulturellen Rationalisierungspotenziale und schließlich gegen jegliche Individualität und Freiheit richtet, die das Korsett der konkreten Gemeinschaft überschreitet. Antisemitische Vorurteile und konventionelle nationale Identitätsnarrative können indes auch politisch-kommunikativ bearbeitet und reflektiert sowie politisch-rechtlich begrenzt werden. Dies bedeutet eine Zweigleisigkeit, also Dual Track, wie Reinsmann es nennt, von politisch-institutioneller Abgrenzung und strafrechtliche Verfolgung neonazistischer und antisemitischer Bestrebungen. Vor über 10 Jahren konnte man das noch positiver sehen. Wenn wir aber betrachten, und der FSK war da ja immer schon an vorderster Front, wie beim NSU-Skandal staatliche Institutionen selber da mitmischen, wo sie eigentlich nur beobachten sollen, dann müssen die Bedingungen hierfür erst einmal wieder erkämpft werden. Aber Reinsmann hat in diesem Zusammenhang ja selber theoretische Vorschläge gemacht, wie die kritische Theorie, die bewusst erst einmal abstraktere qualitative Analysen konzipierte, die offen für Differenzierung sind, weiterzuentwickeln sind. Die neueren Diskurstheorien können allerdings mehr als Ergänzung interpretiert werden, um unterschiedliche Kontextabhängigkeiten und Funktionalitäten von Klischees und Diskursen zu differenzieren. Nun halte ich selber das nicht nur für ein Defizit der kritischen Theorie, sondern auch für einen Moment von Skepsis gegenüber dem Politbegriff der Politologen, die kritischen Theoretiker wie Adorno und Horkheimer eher für zu politizistisch gehalten haben, weil sie die Gesellschaft mehr als übergreifend über den Staat verstanden. Aber an dem ist Reinsmann selbst auch nahe daran, weil er die politische Kultur und diskursive Formation ebenso untersucht, ohne aber, wogegen sich von Adorno und Horkheimer hier Einwände erheben würden, einem Cultural Turn oder einem Linguistic Turn zu propagieren. Den sekundären Antisemitismus gesteht er dann auch nicht ein Primat zu, weil er ja auch mit anderen Formen verschränkt ist. Und wie wir an den Formen, die wir kennengelernt haben, schon gesehen haben, ist auch der heutige Antisemitismus nicht auf die Erinnerungsabwehr zu reduzieren, so wenig, wie er davon zu trennen ist. Wir hatten ja auch schon von der DDR bzw. dem Realsozialismus gesprochen und der Tradition, in der sie stand. Nun ist es ja so, dass nach 1990
Ohnehin fast jeder von dieser Form von Staatskapitalismus sich genötigt ist, war zu distanzieren. Aber so wenig diese Gesellschaft sich vollends von jenen Strukturen sich verabschiedet haben, so wenig ist das auch mit dem ihm eigenen Anti-Imperialismus, mit der seit 1967 das Antifa-Deutschland ins Feld gegen den, wie es hieß, imperialistischen Brückenkopf Israel zog. Israel-freundlich war der Ostblock, auch die DDR. Thomas Hauri untersucht übrigens diese in einer gründlichen, also einer gründlichen Untersuchung. Allerdings war diese Phase der Israel-Freundlichkeit nur etwas bis 1950. Zu empfehlen ist hier auch Arno Lustigers Rotbuch Stalin und die Juden. Dieses Buch hat die Geschichte des Verhältnisses von Juden und der Sowjetunion im Sinne einer janusköpfigen Befreiung beschrieben. Die Juden erlebten nach dem Oktoberputsch einen relativen Aufstieg. Das religiöse Moment wurde mehr oder weniger in der Sowjetunion ja auch unterdrückt, obwohl man die Popen da wohl in Frieden ließ. Freiheit gab es vor allem, wenn die Juden etwa im großen Vaterländischen Krieg von der Sowjetmacht, von der Staatsmacht gebraucht wurden. Wenn sie dann nicht gebraucht wurden, wurden sie dann in irgendeiner Weise dann immer wieder verfolgt. In der Ukraine gab es zwischen 1917 und 1920 bereits grausame Judenverfolgungen. Das ging so weit, dass Lenin sich gezwungen sah, gegen die damaligen Pogromhetze sich einzusetzen. Maxim Gorki, berühmter Schriftsteller, verfasste 1919 ein Flugblatt über die Juden. Es wurde sogar von der Sowjetregierung der Zionismus toleriert, während die Presse alsbald den Zionismus als Faschismus diffamierte. Im Juli 1920 wurde eine Direktive ausgegeben, den Zionismus zu liquidieren. Wie auch in der deutschen Linken gab es auch in den kommunistisch sich nennenden Parteien und Gruppierungen Antisemitismus. Diese Tradition gilt es natürlich noch näher zu untersuchen. Aber wir wollen uns erst einmal mit der DDR beschäftigen, die nach dem Nationalsozialismus sich weigerte, Wiedergutmachungszahlungen zu leisten und auch keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufbaute. Stattdessen nahm die DDR Beziehungen zu den aggressiv israelfeindlichen arabischen Staaten auf. Beispielsweise Ägypten, allerdings nur bis zu dessen Westorientierung und der Friedenspolitik, die sie dann zusammen mit Israel betrieb. Syrien und Irak, obwohl der Sozialismus der Baath-Parteien ja wohl eher ein nationaler war, also bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, dem Nationalsozialismus folgten. Und ab Mitte der 70er Jahre auch, gab es auch Kontakte mit Gaddafis Libyen. Thomas Hauri zufolge finden sich 35 Jahre lang nur Äußerungen, die eine dezidierte Israel-Feindschaft propagieren. Seine da beim Institut für Sozialforschung in Hamburg betriebene Untersuchung ist da ja einschlägig. Auf diese Dinge wird natürlich auch noch zu späteren Zeitpunkten wieder zurückzukommen sein. Der Antizionismus war einer ihrer antiimperialistischen Grundhaltung entspringende Ideologie. So heißt die offizielle Verlautbarung. Für die DDR ist das Eintreten für die gerechte Sache des arabischen Volkes von Palästina ein wichtiger Bestandteil ihrer antiimperialistischen Solidarität. Diese Formulierung stammt von Peter Florin, stellvertretender Außenminister, der dies im neuen Deutschland vom 5. November 1975
so formulierte. Die Sowjetunion war 1947 in der UNO ein guter Fürsprecher für die Teilung Palästinas, also dieses geografischen Gebiets, und der Bildung eines jüdischen Staates. Das war der Grund, warum auch der Satellitenstaat DDR bis 1950 pro-israelisch eingestellt war. Seit Stalins Tod nutzte die DDR aber den vorgegebenen Rahmen der UdSSR, um sich als Hardliner gegen Israel zu profilieren. So 1967 nach dem Junikrieg mit Boykottmaßnahmen gegen Israel. Die Deutschen waren natürlich da mal wieder allen voran. Ulbricht schrieb Brezhnev einen Brief, um Freiwillige für einen Zermürbungskrieg gegen israelische Truppen vorzuschlagen, worauf glücklicherweise die UdSSR nicht einging. Die DDR hatte auch nichts dagegen, Waffen an die aggressivfeindlichen arabischen Staaten zu liefern. Die DDR unterstützte auch die PLO am deutlichsten von allen Ostblockstaaten, zum Beispiel mit der Pflege von Palästinensern und Arabern in DDR-Krankenhäusern. Arafat war ja zu dieser damaligen Zeit und noch viel länger immer so ein Pop-Idol der Linken. Erst wesentlich später hat dann auch in der israelischen Linken Benny Morris dann feststellen müssen, dass er vor allen Dingen ein großartiger Lügner war. Ende der 70er Jahre setzte die DDR gegen separate Verhandlungen Israels und Ägyptens ein, die aber stattfanden und zum Abkommen von Camp David führten. Honecker sagte gegenüber Arafat, dass die DDR auf dem richtigen Weg sei mit der Abrechnung mit Sadat. Wer sich erinnert, was diese Abrechnung bedeutet, es war seine Ermordung 1981. Es war nicht nur die Blockkonfrontation, die die DDR so handeln ließ, sondern die antiimperialistische Ideologie, die wesentlicher Bestandteil der sowjetischen Ideologie war. Und diese hatte ja auch eine wichtige Funktion, dass sich die DDR als das gute, antifaschistische Deutschland, in Anführungsstrichen, rechtfertigen konnte. Die antiimperialistische Ideologie hatte auch eine Funktion in der Blockkonfrontation. Sie sollte an der Peripherie den Siegeszug des Realsozialismus befördern. Es war ein Manichäismus, bei dem auf der einen Seite die Ostblockstaaten und die Völker der Dritten Welt und die Werktätigen in den kapitalistischen Staaten auf der einen Seite standen, auf der anderen das abgrundtiefe Böse des Weltimperialismus. Es ist kein Zufall, dass dieses antiimperialistische Weltbild mit dem Antisemitismus mehr als eine Strukturähnlichkeit aufweist. Auf diesen Zusammenhang wird noch in späteren Sendungen eingegangen werden müssen, insbesondere wenn die Problematik der Imperialismus-Theorie diskutiert werden wird. Hier ist erst einmal darauf hinzuweisen, dass Israel in der DDR-Propaganda als Brückenkopf, Speerspitze oder Militärbasis des Imperialismus im Nahen Osten denunziert wurde. Dass allerdings Israel genau das Gegenteil praktizierte, den jüdischen Staat nämlich als Verwirklichung des Rechts auf nationale Selbstbestimmung begriff, kam in der DDR-Presse nicht vor, wie Thomas Hauri gründlich untersucht hat. So wurde der Nahostkonflikt auch nicht als Auseinandersetzung von Nationalstaaten, sondern, wie es hieß, eine Klassenauseinandersetzung zwischen den monopolistischen Erdölinteressen einerseits und den arabischen Staaten gedeutet. Als sogenannte imperialistisches Gebilde, wie es im Jargon hieß, musste Israel genuin zum Aggressor gemacht werden. Dies kennen wir noch heute in der Berliner Republik. Man erfand dann solche Dinge wie, dass Israel eine massenhafte Sterilisierung von Arabern vorhabe und dergleichen.
Sie würden Kugelschreiber und Spielzeug über Ägypten abwerfen, die in Wahrheit getarnte Bomben seien, hieß es im Neuen Deutschland im Dezember 68. Solch Antizionismus, der sich antiimperialistisch zu legitimieren suchte, war nicht spezifisch deutsch, sondern wurde außer in Rumänien in allen Ostblockstaaten betrieben. Das Spezifische war allerdings, dass auch in der DDR eine Erinnerungsabwehr stattfand. Die Vehemenz, mit der die DDR-Propaganda jene historische Verantwortung für den Massenmord an den europäischen Juden abwehrte, zeigte aber, dass auch hier ein sekundärer Antisemitismus chronisch war. Israel wurde auch in der DDR-Propaganda das Recht abgesprochen, sich als jüdischen Staat zu definieren. So schon Albert Norden 1967, Zitat, der Staat Israel ist nicht der Staat der Juden, die in ihrer übergroßen Mehrheit außerhalb Israels leben und gar nicht in Israel leben wollen. Der Staat Israel wird dominiert von einer Gruppe wild gewordener Eroberungspolitiker. Das ist in seinem Buch über das sozialistische Vaterland. Nicht? Wiedergutmachungszahlungen wollte die DDR nicht zahlen. Israel existierte 1945 noch nicht. Außerdem hätte man in Polen und die UdSSR schon Wiedergutmachung gezahlt. Außerdem, wie schon erwähnt, verstand sich die DDR als antifaschistisches Deutschland. Nach dem Yom Kippur-Krieg, also dem Versöhnungstag, verlangte sie von Israel Wiedergutmachung für die Besetzung des Sinai. Hier zeigte sich der Antisemitismus deutlich in der Gleichsetzung von Israels Kriegsführung mit der Ermordung der europäischen Juden. Auch hier war die Dimitrov-Formel, die eine Theorie ersetzte, die sich am Gegenstand abarbeitet, eine Formel, dass überall im Kapitalismus der Faschismus lauert. Und Israel wurde zu den Nazis von heute erklärt. Es wurde dann auch davon gesprochen, dass die israelische Wehrmacht einen Blitzkrieg vom Zaun gebrochen hätte. Gemeint ist der Sechstagekrieg im Juni 1967. Der uns noch bekannte Eduard von Schnitzler sprach so denn auch von Volk ohne Land. Die Führer Israels betrieben Landraub nach dem faschistischen Motto Blut und Boden und sie führen gegen das arabische Volk eine Ausrottungspolitik und einen Vernichtungskrieg oder Genozidpolitik. Um noch eins draufzusetzen, wurde behauptet, ein von langer Hand vorbereiteter Holocaust werde ins Werk gesetzt. Auch hier haben wir tatsächlich einen Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Hier nun motiviert durch den Antiimperialismus mit derselben Funktion der Entlastung von Schuld. Soweit die Existenz Israels in Frage zu stellen, was in der Konsequenz dieser Ideologie liegt, ging sie der Einschätzung von Thomas Hauri, der darüber ein Buch geschrieben hat, nicht. Dies wird natürlich auch noch gründlicher historisch aufgearbeitet werden müssen, aber eine Stunde hat nur 60 Minuten, so wie der Ball auch rund ist. Das konstellative Verfahren, verbunden mit einem Aufsteigen von Abstrakten zum Konkreten, ermöglicht aber, schon einmal allgemeiner darüber zu reden, bevor diese ganze Komplexion noch historisch und theoretisch eingeholt werden kann. Soweit geht es hier erst einmal darum, bestimmte Vorstellungen zu vermitteln, an denen noch weiter gearbeitet werden muss und dazu anzuregen, sich selber damit zu beschäftigen.